Bernhard Giersch. Ich lernte ihn durch das Internet kennen und erfuhr von seiner schweren Erkrankung, die er seit einem halben Jahr in sich trägt. Krebs ohne Hoffnung auf Heilung. Spontan habe ich mich dazu entschlossen, ihn und seine Frau persönlich kennenlernen zu wollen oder auch zu dürfen. Kennenlernen wollen oder auch zu dürfen, um mit diesem Film einigen Menschen Bernhards Mut und Kraft aufzuzeigen. Denn, wie sagte Bernhard in dem Interview, aufgeben kann jeder. Mittwoch, der 15. November 2017. Es ist kurz vor 20 Uhr. Da sitzt du nun auf einem Stuhl, lieber Bernhard Giersche, und bereitest dich, ja, man kann fast schon sagen, andächtig auf deine Lesung vor. Wer bis jetzt nichts über deinen Krankheitsverlauf wusste, wird spätestens heute Abend recht schonungslos einiges darüber erfahren. Rund 80 Besucherinnen und Besucher sind heute für dich und Gisela nach Lippstadt gekommen. Sie wollen hören, zuhören, was du ihnen zu erzählen hast. Aber nicht nur Besucher, sondern auch viele Mitunterstützer sind angereist, um dir ganz nah zu sein und um dir und Gisela auf ihre Art zu helfen. Du hast ja einen Teil vor 14 Tagen schon erlebt, was passieren kann, wenn Menschen zusammenhalten. Auf der Messe in Kastrup wurden E-Zigaretten und Zubehör versteigert. Und da kam eine große Summe zusammen von 3.000, knapp 400 Euro. Die hat Bernhard schon erhalten für das Spargeld für die Beerdigung. Die Gründer dieser Aktion sind heute Abend hier. Und zwar ist es eigentlich ganz klein angefangen mit Auktionen von E-Zigaretten übers Internet, über Facebook und andere Portale. Und ich bitte jetzt die beiden einfach mal hoch zu mir auf die Bühne, und zwar René Schalik und Bernd Hoffmann. Ich wollte mal zeigen, dass Spitzen immer mal schlechter sind. Für dich in der Mitte. Okay. Ja, da kannst du dich dann ganz alleine darüber freuen. Das ist immer recht. Und dann haben wir das gedeckt. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Ganz selten. Gar kein Problem. Immer ganz selten. Was sind Sie, Raucher oder Dampfer? Dampfer. Dampfer mit Leidenschaft. Wo ist da der Unterschied? Rauchen ist 95% schädlicher als das Dampfen. Wie kommen die Dampfer darauf, einem Menschen, der Krebs hat, zu helfen? Ganz einfach, das Rauchen verursacht Krebs und wir Dampfer, wir haben mal zusammengehalten, weil der Bernhard auch Kunde von uns war, haben das mitgekriegt. Ich habe selber in so einer Situation gesteckt, in einer ähnlichen, aufgrund von kardiologischen Problemen, bin dadurch zum Dampfen gekommen und wir haben uns entschlossen, wir helfen ihm. Wer sind die Helfer? Die Helfer, das sind Dampfer. Das ist eine riesengroße Gemeinschaft. Ich habe jetzt in Kastrop auf der Messe, habe ich die Werbetrommel berührt hinter den Kulissen, weil da sind Auktionen gelaufen. Der René hat im Laden jede Menge Sachen versteigert, auch private Sachen, die wir gegeben haben, die wir gespendet haben. Ja, und der Bernhard hat halt 5.000 für seine Beerdigung genannt und die haben wir vollgekriegt. Die es gibt, die ist so unterhältig, weil sie merken sie nicht. Ihr Körper wird infiltriert, wird das aktiviert und bevor sie erste Symptome zeigen, ist es schon zu spät. Du liest heute aus keinem Fantasy-Roman, keinem erfundenen menschlichen Drama vor. Du liest und berichtest über deine Krankheit, deine schwere Krebserkrankung, die unheilbar ist. Um diesem Krebs ein Gesicht, einen greifbaren Namen zu geben, hast du ihn Karl genannt. Mit stechenden Schmerzen unterm rechten Rippenbogen fing alles bei dir an, lässt du den Zuschauern wissen. Da diese Schmerzen nicht besser wurden, wurdest du zunächst krankgeschrieben.
Später und nach einer ausgiebigen Untersuchung bei deinem Hausarzt machte dieser dir deutlich klar, dass es eben nicht mal ein sogenanntes kleines Zipperlein sei, was dich da außer Gefecht setzen will, nicht etwas, was eventuell deinem Alter geschuldet ist. Du kamst sofort in ein Krankenhaus. Dort wurdest du auf den Kopf gestellt. Magenspiegelungen, CT vom Bauchinnenraum, um nur einige Untersuchungsmethoden zu nennen, waren einige dieser ganz und gar nicht so erfreulichen Aktivitäten, die an dir ausgeübt wurden. In deiner Lesung erzählst du fast schon beeindruckend, was du in den letzten Wochen und Monaten alles durchmachen musstest. Beeindruckend? Ich habe die Intention ja nicht gehabt, hier hinzugehen, um Leute zu beeindrucken. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich froh, dass ich das überlebe, dass es hab starten können und dass die Veranstaltung läuft und offenbar nicht so grässlich ist, dass alle wegrennen. Also, ob ich da jetzt jemanden mit beeindrucken kann, ich zum derzeitigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht ermessen. Und beeindrucken will ich auch keinen, aber ich will, dass die Leute, die mit Intentionen hergekommen sind, diese auch befriedigt sehen und sagen, hey, das hat sich gelohnt, dahin zu gehen. Trotz all dem hört man Humor bei dir raus. Ja, was, wo steht, dass Tod und Humor nichts miteinander zu tun haben dürfen? Möglicherweise ärgert das den Tod, wenn man Humor mit reinbringt, möglicherweise nicht, aber ich finde, man kann einen Lichtstrahl senden in die Traurigkeit damit. Man kann auch ein bisschen selbstironisch sein, schwarzer Humor hat schon immer geholfen und das bleibt auch hoffentlich bei mir so, bis ich dann gehe. Sollte man sich immer zu eigen machen. Das Schlimmste ist weniger schlimm, wenn man darüber lacht irgendwie. Woher kommt die Kraft? Für das allgemeine Durchhalten? Das vermag ich nicht zu sagen. Das ist vielleicht, ich denke, solange ich aktiv bin, das ist das, was ich mache, reden, schreiben, mich unterhalten, irgendwas voranbringen. Solange ich das mache, lebe ich. Höre ich damit auf, habe ich aufgehört zu leben. Und im Grunde ist das ein Perpetuum mobile. Ich mache das, um zu leben. Und ich habe keinen Kraftfundus in dem Sinne. Und es täuscht, wenn man sagt, der ist so stark, der hat so viel Kraft und der ist unser Vorbild in dieser ganzen Geschichte. Allzu oft ist das nicht der Fall. Ich bin sehr, sehr oft am Ground Zero und sehr, sehr oft auch da, wo ich sage, ich will das jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte jetzt eigentlich gehen. Das ist oft so, wenn der Schmerz überwiegt, wenn alles nur noch schrecklich ist, dann fällt einem nicht mehr viel ein, außer den Wunsch, es möge schnell zu Ende gehen. Ja. Ich habe mich früher immer gefragt, wie sich sowas so anfühlt, wie sich ein zum Tode verurteilter Mensch wohl fühlen würde. Ich fühlte selber gar nicht so viel, tue es bis heute nicht. Keine Angst, keine Angst vor dem Tod und keine Angst vor dem Sterben. Ich weiß um die Prognosen und ich kann Statistiken lesen. Wissen kann man das alles, begreifen allerdings nicht. Die Bürde, es meinen Kindern sagen zu müssen, meiner Mutter und den Menschen, die mich lieben und schätzen, wird schwerer als der drohende Tod. So viel Traurigkeit und Leid wegen mir. Wenn ich meinen Körper nach neuen Schmerzquellen scanne, spüre ich das Stechen im rechten Oberbauch deutlich. Ich bekomme zwar Morphium und habe ein Fentanylpflaster kleben, Schucke Tilidin und Pregabalin und dennoch hakt der Schmerz über dem rechten Rippenbogen wie eine Turmspitze aus dem Nebel der anderen Schmerzen heraus. Unter den Zuschauern war auch Jasmin Spitzel. Die werdende Mutter war sehr beeindruckt von Bernhards Geschichte. Das eine Leben kommt und das andere kann womöglich bald zu Ende gehen. Was geht da in Ihnen persönlich vor, wenn Sie so einen Vortrag hören, der eben nicht aus einem Roman stammt, sondern aus einem wirklichen Lebensbericht eines Menschen, der eben nicht mehr gesund werden darf? Es regt schon sehr zum Nachdenken an, wie Sie gerade schon sagten, das eine Leben kommt, das andere geht, womöglich bald. Aber ich kann da eigentlich sehr gut mit umgehen, da ich auch gelernte Altenpflegerin bin und mich halt eben auch schon oft mit dem Tod auseinandersetzen musste. Warum haben Sie geklatscht, Sie selber? Emotionsmäßig oder? Doch, schon aus der Emotion heraus, weil es auch schon sehr mutig ist, sich offen oder in die Öffentlichkeit zu stellen
und seine Erfahrungen halt eben mit anderen Menschen, mit fremden Menschen zu teilen und hier dann auch eine Lesung vor teils fremden Menschen zu machen. Das war hier die harte Wirklichkeit als ein Mensch, der stellt sich hin und sagt, ich lebe nicht mehr lange, ich werde sterben müssen. Was hat sich bei Ihnen diesbezüglich getan? Bei mir hat sich eine ganze Menge diesbezüglich getan. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ging mir sehr, sehr nah. Ich bin auch öfters privat beim Bernhard gewesen, habe ihn besucht, im Krankenhaus besucht, privat bei ihm zu Hause. Habe immer wieder nachgehört, weil mir das sehr, sehr nahe gegangen ist und vor allen Dingen auch, wie offen er damit umgeht. Das finde ich super klasse von ihm. Da sollte sich jeder andere ein Beispiel nehmen dran. Das ist Karl. Karl, das Karzinom. So haben Isla und ich meinen inneren Mitesser getauft. Der sitzt da auf der Pankreas und lümmelt sich in der Leber. Gestern gab es noch einmal einen Ganzkörper-MRT, um Karls Zweigstellen zu finden. Pankreaskrebs streut gerne in die Milz, die Nieren, in die Knochen. In der Leber ist er ja schon mächtig vertreten. Mal sehen, ob es damit genug ist oder ob Karl noch weitere Filialen betreibt. Zum Thema Liebe, was ist für dich Liebe? Vor allen Dingen jetzt, was ist für dich Liebe? Oh, das ist eine Frage, die sich ja so einfach nicht beantworten lässt. Also Liebe ist das, was ich, das ist jetzt ein Versuch, was ich erfahre durch meine Frau. Wo ich merke, dass sie die Kraft aus ihrer Liebe schöpft, mich zu pflegen, all diese Undenkbarkeiten und Unsäglichkeiten zu ertragen auch, dass sie das aufbringt, bis zur Selbstaufgabe sozusagen. Da habe ich eine Idee davon, was Liebe ist, wenn ich das betrachte. Was für ein Gefühl hattest du, durch diese Menschen hier sitzen zu sehen, die du ja auch nicht alle kanntest? Das war für mich auch total bewegend und eine Dame ist sogar gekommen und die hat geweint und hat mir so einen Talisman mit einer Lederkette geschenkt und hat gesagt, die hat sie weinen lassen und soll ich heute Abend dann noch Bernhard schenken? Und das hat mich sehr berührt. Und ich bin nicht der gläubige Mensch, dass ich sagen kann, ich weiß immer nicht, ich glaube, aber ich weiß nicht genau an was. Und das hat mich aber berührt und das werde ich auch in meinem Herzen tragen. Und es wird auch einen Platz in meinem Leben finden, das werde ich nicht weggeben. Also wenn man wirklich als fremder Mensch auf dich zukommt und sagt, das ist für ihren Mann gedacht, das macht man ja nicht einfach so nach dem Motto, ich habe ein Mitleid so für sie, sondern das kommt ja aus der tiefsten Überzeugung heraus. Ja, das war total emotional und wir sind uns auch in die Arme gefallen und es hat mich berührt. Ich bin nur im Moment nicht so in der Lage, meine Emotionen zu zeigen. Vielleicht auch ganz gut so. Ja, Bernhard sagt das so, er ist in seinem Soldatenmodus und ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich bin auch so, als wenn ich eine Mauer um mich drum hätte und ich funktioniere. Also für mich ist das so ein bisschen, ich sag mal so, wie ich das empfinde. Wir kennen uns ja gar nicht, aber als würdest du ein bisschen durch Nebel tapfen. Ja, das ist so. Ich bin manchmal so morgens, wenn ich aufwache, die erste Stunde überhaupt gar nicht klar und kriege überhaupt gar nichts auf die Reihe. Oder dass das dann erst wieder so durchsackt. Ey, das ist jetzt hier mein Leben und das ist Bernhards Leben und das ist unsere Situation. Und ich kann das manchmal überhaupt noch gar nicht glauben oder fassen. Dieser, sag mal ganz ehrlich, er geht ja damit wirklich, ich behaupte für mich, schonungslos ehrlich um. Ja. Warum macht er das? Seine Ängste auch und die er dadurch verarbeitet, weil er damit auf keinen Fall alleine sein möchte. Und die Gespräche dann mit mir und seiner Familie ihm nicht reichen. Und aus dieser Angst heraus glaube ich oder auch glaube, weil wir uns auch darüber unterhalten haben, er sagt einfach, er stirbt zu früh und er möchte aber
doch immer was bewirken im Leben. Und das hat er immer schon getan und auch in seinem Beruf mit der Pflege. Er möchte was bewirken und hat jetzt im Moment ja aus der Not eine Tugend, will halt anderen Menschen damit auch zeigen, wie das Gefühl ist zu sterben und was er, dass er noch was bewirkt damit, ne? Dass er bei anderen Menschen vielleicht die Angst nimmt oder so in der Art, würde ich das sagen. Ist Bernhard für dich ein starker Mann? Gute Frage. Nein. Bernhard ist, stark ist immer ganz, ganz schlecht auszudrücken. Bernhard ist Bernhard ist ein sehr, sehr, ein sehr Gefühlsmensch und eigentlich ein sehr weicher Mensch. Und natürlich beweist er dadurch jetzt Stärke. Ja, letztlich ist er ein starker Mann, aber ne, ich kenne eben beide Seiten und beide sind ja positiv, die Seiten. Er ist ein Kämpfer, das kann ich so sagen. Gisa, ihr habt geheiratet, obwohl ja. Du genau weißt, was dich erwartet. Es ist eine eigentlich dumme, sinnlose Frage, ich mag mir bleiben. Trotzdem, warum hast du das getan? Weil ich ihn liebe. Was ist dein Wunsch? Was ist dein persönlicher Wunsch? Wir reden jetzt nicht davon, gesund werden zu dürfen, weil die Realität sieht anders aus. Was ist dein innigster Wunsch für deine Familie, für deine Frau? Ich wünsche mir, dass sie nach meinem Tode möglichst schnell das Tal der Tränen verlassen kann und sich wieder nach vorne orientieren kann. Es ist wahnsinnig schwer für sie und sie kann sich das derzeit überhaupt nicht vorstellen. Wir spielen das in Gesprächen durch, kommen aber da auch nicht wirklich zu einem Ergebnis, weil das alles höchst, höchst emotional ist und dementsprechend hoffe ich, dass die Familie meine Frau auffängt und dass das dann wirklich auch weitergeht und das Thema Bernhard Giersche dann auch irgendwann erledigt ist. Das ist dann nur noch ein Friedhofsbesuch und das muss dann auch reichen, sozusagen.